Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar gibt es eine Special Edition bei Lookfantastic anlässlich des Chinese New Years, also des chinesischen Neujahrs. Und das ist dieses schöne Schätzchen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für einen Schnapperpreis von nur 100 Euro konnte man dieses Schätzchen erwerben und ich fand es dann doch ziemlich ansprechend und wollte es mir holen, weil es irgendwie so hübsch aussah, auch auf der Homepage, und ich fand es einfach interessant. Man kann das ja zum einen sich holen, indem man quasi es ganz normal im Shop dort bestellt, das kann ich dir auch unten in der Infobox verlinken, oder du kannst dort deine Glossy Points einlösen oder wie auch immer. Ich sammle ja auch zum Beispiel immer wieder Punkte, indem ich Freunde werden Freunde mache. Das heißt, wenn du meinen Code für die Lookfantastic oder für die Glossy Box verwendest, die ich dir eben auch schon hier so mal eingeblendet habe, kann ich ja Punkte sammeln und dann solche Produkte entsprechend holen und die hier vorstellen. Und ja, da erstmal vielen, vielen Dank an alle, die meinen Link benutzt haben und darüber ein Abo abgeschlossen haben. Finde ich total cool von euch. Denn so kann ich mir sowas dann auch wirklich leisten. Das finde ich ganz cool. Hätte ich mir wahrscheinlich ansonsten nicht wirklich geleistet. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Man konnte auf der Homepage auch schon ein bisschen schauen. Und du kriegst so ein Kärtchen mitgeliefert. Und im Prinzip kann ich hier hinten nur Lookfantastic lesen. Alles andere ist chinesisch, ne? Das sind alles nur chinesische Zeichen. Muss ich gestehen, kann ich leider nicht chinesisch. Ja, auch wenn ich tatsächlich viel mit chinesischen Kunden zu tun habe in meinem regulären Job als Vertriebs- und Marketingassistentin. Aber ja, ne? Wir gucken jetzt hier mal rein. Also, du hast hier erstmal so eine Bordüre, die wir jetzt hier quasi so abziehen können. Du brauchst aber beide Hände für. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das Ding ein bisschen größer ist für 100 Euro. Ne? Ich meine, der Adventskalender, was hat der gekostet? Der hat keine 100 Euro gekostet, oder? Naja, auf jeden Fall eine Bordüre. Wunderschön. Und wenn man die abmacht, hat man hier wirklich so ein relativ schlichtes Ding. Irgendwie. Und es ist vom Design hier, das hatte ich schon auf der Homepage gesehen, wie der Lookfantastic Adventskalender gestaltet, was ich echt schön finde. Hier hast du den 2020er Kalender einfach. Hier hast du New Year Resolution. Das sind wahrscheinlich quasi die Neujahrsvorsätze. 3 Stück kannst du dir theoretisch machen. Und dann hast du da 7 Schubladen, wo was drin sein soll. Hier sollen 10 Produkte im Wert von über 251 Pfund drin sein. Was das in Euro ist und was das für Produkte sind, das werden wir jetzt mal herausfinden, oder? Ach, das kann ich auch so halten und dann die Schublade öffnen. Also es schließt auch genau wie der Adventskalender halt magnetisch, ne? Und ich brauche das gar nicht mehr allzu lange vorstellen. Ich ziehe jetzt hier einfach die Schubladen nach und nach raus. Hier oben haben wir die erste Schublade. Oh. Und da haben wir direkt ein hochwertiges Produkt von Erno Laszlo drin. Hydra Therapy Memory Sleep Mask. Eine Nachtmaske, die dir ganz tolle Haut machen soll. Erno Laszlo ist ja eine sehr, sehr hochwertig, hochpreisige Marke. Auch dieser Tiegel hier, ich weiß nicht, ist es Hartplastik oder so? Das ist sehr, sehr hart hier von außen und sieht ganz gut aus. Hat ein schönes, schlichtes Design, ist auch noch verschlossen. Riecht hier durch sehr cremig, reichhaltig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das halt wie eine sehr, sehr reichhaltige Nachtcreme verwenden kann und sich abends dann auftragen kann, ins Bett geht und eine wundervolle Haut dadurch bekommt. Das finde ich sehr schön. Du hast hier jetzt nicht wie beim Adventskalender irgendwelche Produktbeschreibungen oder sowas mit drin. Das ist ein bisschen schade, aber damit kommen wir klar. Dann öffne ich doch einfach mal die zweite Schublade. Da hast du jetzt hier auch so ein bisschen Krübbelpapier mit da drin. Ist aber eher unspektakulär. Und von Illa Maska, auch das eine sehr, sehr hochpreisige Marke, ein Anti-Matter-Lipstick. Nee, Anti-Matter-Lipstick wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal. Oh, sehr schön. Ja, es ist wieder ein Rot in der Farbe Rocket ist das. Also es sieht hübsch aus. Definitiv. Und ist halt ein ganz klassischer roter Lippenstift. Riecht so nach nichts. Und der geht auch eher ins Pinkige. Wow, der ist raketenstark, würde ich mal so sagen. Ne? Das ist tatsächlich eher ins Pinkstichige. Wow. Kann ich mir den jetzt gerade auf meinen Lippen vorstellen? Naja, ich habe ein dezentes Augen-Make-up, ne? Könnte ich mal eben machen. Aber das sieht schon krass aus. Ja, der ist ganz schön.
Macht der, ja, der macht auch jetzt nicht irgendwie gelbe Zähne oder sowas und der fühlt sich auch super schön auf den Lippen an. Aber die Farbe ist natürlich gewagt, ne? Weil die halt schon sehr, sehr pinkstichig ist. Passt jetzt aber auch gerade ganz gut so zum Augenlook, weil der Augenlook halt so dezent ist. Ist tatsächlich auch nicht matt, ist auch nicht allzu glänzend. Also ich denke, dass er auch wirklich von der Art und Weise her vielen gefallen wird. Aber die Farbe ist schon was Besonderes, würde ich mal so sagen, ne? Wow. Okay, ja, krass. Ich muss mal eben hier den Swatch abmachen und er hinterlässt auch tatsächlich einen richtig krassen Stain. Wow. Okay, ja, aber ne? Gefällt mir irgendwie schon ganz gut. Jetzt nicht unbedingt was für den Alltag, aber für mal so zwischendurch oder auf eine Party oder so kann ich mir den ganz gut vorstellen. So einfach aufzutragen war der tatsächlich nicht. Aber ja, er hinterlässt auf jeden Fall ein schönes Finish. Ne? Das ist auf jeden Fall schön deckend. Das muss man wirklich sagen. Pigmentiert ist er definitiv. Aber die Farbe, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es krass. So, und dann gucken wir mal in die Nummer 3. Und die Nummer 3 ist hier auch so ein sehr, sehr großes Fach. Huch. Ach so, aber nicht sehr tief. Aha, dahinter ist einfach ein Stück Pappe. Okay, ja, das wäre jetzt irgendwie interessant gewesen, wenn das komplett auch eine Riesenschublade gewesen wäre. Nee, die ist relativ nicht tief. Relativ untief. Von Philip Kingsley, Elasticizer Extreme. Das ist ein Rich Deep Conditioning Treatment. 75 ml sind hier enthalten. Und das machst du dir, bevor du dir die Haare schamponierst, in dein feuchtes Haar. Und ja, lässt das 10 bis 20 Minuten einwirken. Je besser, je länger, desto besser. Und dann machst du ganz normal, dass du deine Haare abwäschst und kannst dann Shampoo und Spülung verwenden. Das heißt, das hier ist quasi eine Haarkur, die du vor deiner Haarwäsche verwendest. Ist irgendwie praktisch, ne? Weil du kannst deine Haare kurz ein bisschen nass machen. Machst du diese Haarkur rein, kannst dann quasi noch ungeduscht durch die Gegend laufen und irgendeinen Kram machen, was auch immer, worauf man Bock hat. Und dann kannst du es dir abwaschen und ja, dann ganz normal duschen gehen. Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, wenn du Haarmasken hast, die du halt nach dem ganz normalen Haarewaschen verwendest, ne? Und die dann halt auch 10 bis 20 Minuten drin bleiben sollen. Dann stehe ich unter der Dusche, nackig und nass, hab die Maske in den Haaren und denk mir, und nu? Das ist immer ein bisschen blöd, ne? Aber naja, ne? Genau. Deswegen finde ich das hier sehr, sehr cool. Und Philip Kingsley ist ja auch, glaube ich, meines Wissens nach eine Marke, die jetzt auch nicht unbedingt günstig ist. Auch das wieder so ein ganz, ganz zarter Cremeduft, würde ich sagen. Ja. Die Nummer 4. Oh, da sind zwei Produkte drin. Chantecaille. Chantecaille oder Chantecaille? Chantecaille? Keine Ahnung. Ja, jeweils 4, nee, das sind 8 ml hier von dem Anti-Pollution Cream, also Anti-Pollution Mattifying Cream und von der Anti-Pollution Finishing Essence sind 4 ml drin. So, das hier ist die Creme. Oh, das ist ja echt eine süße Probe, würde ich mal sagen, ne? Ja, einfach, ja, gegen die Umweltverschmutzung oder gegen die Verschmutzung in der Luft, dass deine Haut entsprechend vorbereitet, gepflegt und, also hiermit sollst du deine Poren verfeinern können und deine Haut so ein bisschen, ja, smoother aussehen lassen, definierter, nee, nicht definierter, Porenverfeinerung, sowas halt, ne? Und dann steht hier, dass es angereichert ist mit einem Antioxidans, das irgendwie metallbindenden Komplex hat, damit deine Haut eine Barriere bekommt gegen Schwermetalle, die irgendwie Schaden verursachen könnten. Keine Ahnung. Und dieses Serum ist auch irgendwie mit Tomatenextrakt und hast du nicht gesehen, auch wieder Anti-Pollution. Finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist ja echt winzig klein, ne? Muss man ja wirklich sagen. 4 ml, aber in so einer Pipettenform. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das war die Nummer 4. Dann gehen wir mal zu der Nummer 5 über. Und das ist ein Produkt, was deutlich größer ist. Von Elemis. Sehr schön. Pro Collagen Advanced Eye Treatment. Das ist ein Augenserum. Das finde ich cool. Wir haben ja die Elemis Creme tatsächlich auch schon. Also wenn man den entsprechenden Adventskalender davon hatte. Und dann kann man das in Kombination mit der Gesichtscreme verwenden. Finde ich praktisch, weil dann hast du halt. Ich finde es immer schön, wenn man so diese aufeinander abgestimmten Produkte auch miteinander verwenden kann. Hier sind 15 ml drin und das ist einfach ein Antifalten-Augenserum. Und das sieht richtig schön aus. Muss ich wirklich sagen. Und ja, damit kriegst du halt deine Falten in der
um die Augenpartie so ein bisschen reduziert und weg. Finde ich ganz cool und wird dann entsprechend getestet. Ja. Ne? So, dann kommen wir zu dem vorletzten Türchen. Da sind auch schon wieder zwei Produkte drin. Einmal von Dr. Botanicals Moroccan Rose Superfood Facial Oil. Das ist ein Gesichtsöl mit 15 Millilitern. Und das ist dann auch vegan-friendly, sprich, also vegan-freundlich, vegan halt, ne? Und das finde ich geil. Ich mag ja Gesichtsöl und es sieht auch echt schick aus, muss ich sagen. Es ist eine Glasflasche, die so ein bisschen mit Blümchen bedruckt ist. Und Rose mag ich so gerne und das gefällt mir. Und dieses Moroccan Rose Oil hat halt sehr, sehr viel Vitamine A und C. Und das macht die Haut jugendlicher und macht den, ebnet die Haut, den Hautton auch so ein bisschen an, dass du quasi ne, eine gleichmäßig aussehende Haut dadurch bekommen sollst. Soll dann auch die sichtbaren Zeichen der Hautalterung minimieren. Dann hast du hier auch noch Mandelöl mit drin, damit du auch eine ordentliche Feuchtigkeitspflege bekommst und die Haut entsprechend genährt wird. Gleichzeitig soll das Ganze erneuert und strahlend aussehen im Gesicht und Vitamin E hast du auch noch mit dabei. Das soll halt diese ganze Geschichte mit Skin Damage, also dass du quasi alles, was so in der Luft ist, dass es deine Haut nicht irgendwie entsprechend angreift. So, dann haben wir als nächstes in diesem Kläppchen mit drin Sleep Plus Pillow Spray. Fast Acting Natural Sleep Aid with Lavender to help restore normal sleep patterns. Spray Dorier Relaxant. This works. 75 Milliliter. Und das habe ich schon als kleines Spray. Und das finde ich ganz cool. Ne? Das machst du dir so ein bisschen auf dein Kopfkissen und hast dann diesen Duft nach Lavendel. Und das chillt dich so ein bisschen und bringt dich einfach ein bisschen schöner in den Schlaf rein. Finde ich ganz cool. Und ja, da muss man halt nur den Duft von Lavendel mögen. Und jetzt habe ich hier einfach eine größere Flasche. Ja, es riecht Halleluja. Das riecht volle Suppe nach Lavendel. Dann gucken wir mal, welche zwei Produkte sich in der Nummer 7 verstecken, denn das ist jetzt ja die letzte Schachtel. Und da haben wir etwas von Emma Hardy mit drin. Protect and Prime SPF 30. Das ist ein täglicher Moisturizer. 15 Milliliter sind hier enthalten. Den habe ich, glaube ich, auch schon da. Das ist eine Gesichtscreme, die entsprechend deine Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll und alles schön machen soll. Und dann hast du auch noch einen Lichtschutzfaktor von 30 mit dabei. UVA und UVB finde ich auch sehr, sehr cool. Und gleichzeitig ist hier auch noch der Moringa Cleansing Balm mit drin mit 15 Millilitern. Damit kannst du deine Haut entsprechend reinigen. Habe ich aber noch nicht getestet als Make-up-Entferner. Aber ich habe gehört, dass es ganz gut funktionieren soll tatsächlich. Muss man aber mögen, weil es halt doch etwas stark parfümiert ist, ne? Und das waren die 10 Produkte, die in diesem mega coolen, wiederverwendbaren Vieh enthalten waren. Muss ich wirklich sagen, also fand ich ganz cool. Wäre jetzt zum Beispiel nicht hier ein Kalender von 2020 drin gewesen, hätte man das auch locker Ewigkeiten weiterverwenden können. Dadurch, dass da aber ein Kalender von 2020 drin ist, finde ich das ein bisschen schade, hat sich das für 100 Euro gelohnt. Ich denke vom Preis her ja, ne? Also vom Gesamtwert der Produkte her. Was ich halt da sagen muss, du hast halt, abgesehen vom Lippenstift, wirklich nur Pflegeprodukte drin. Muss man mögen. So hattest du aber so ein paar Marken, die halt wirklich hochpreisig sind und wo du jetzt auch wahrscheinlich einfach gepflegt, entspannt und gut ins neue Jahr starten kannst. Ich bereue es definitiv nicht mehr, das Ding geholt zu haben. Wenn dich das interessiert, schau wie gesagt gerne in der Infobox vorbei, dort ist alles soweit verlinkt. Ich habe jetzt leider nicht herausgefunden, ob man als Abonnent irgendwelche Vergünstigungen bekommt. Ich habe leider keine Vergünstigung bekommen. Vielleicht kommt es dann mit der Look Fantastic Februar Box, dass dann da drin steht 50% drauf oder so. Habe ich halt dann leider keinen Schnapp gemacht. Aber ich denke, dass sich das schon lohnt. Ja, und das war's tatsächlich schon mit meinem kleinen, aber feinen Unboxing. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, ach komm, Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich voll drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!